Das ist jetzt ein Blick auf den Domfelsen. Der ist jetzt nur so ein bisschen erahnbar, aber bei Niedrigwasser ist er zu sehen. Und ohne diesen hätte der Dom nicht das Gegengewicht und könnte nicht stehen. Das Schleinufer gesehen von der Hubbrücke. Ah ja, hier ist eine kleine Glasterrasse, aber das Glas ist schon so blind, dass man gar nicht mehr gucken kann. So, wir freuen uns auf die Lichterwelt in Magdeburg. Die zwei runden Türmchen gehören meines Erachtens zur Liebfrauenkirche. Sogar die Trogbrücke ist geschmückt zu den Lichtertagen. Von hier aus noch viel weiter, steht in roten Buchstaben dran. Und unter der Trogbrücke hängt eine Schaukel für Verliebte. Die Trogbrücke von der anderen Hubbrücke. Warum sage ich denn immer? Die Hubbrücke von der anderen Seite von so weit bis hier. Und dahinter ist wieder der Albin-Turm oder so ähnlich hieß er. Von so weit bis da.